Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe heute einfach nur eine Blockade, Leute, wirklich. So heftig hatte ich das schon lange nicht mehr. Mir fehlen einfach die Worte, ich weiß nicht warum. Schatz, möchtest du das vielleicht machen? Nee. Wieso? Aber du weißt doch, warum ich jetzt hier bin. Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin alles ja. Ich bin gerade auf dem Weg zum Beauty Inn. Lass mir heute die Wimpern machen. Ich hatte euch ja im letzten Video gefragt, welches Studio dafür in Frage kommen würde. Und ihr habt mir so viele tolle Antworten gegeben. Und ich habe mich für das Beauty Inn entschieden. Danke, Schatz. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder einen Vlog von mir und zwar habe ich heute Geburtstag und wir sitzen jetzt gerade hier im Bon Ami, um zu frühstücken. Also meine Schwester ist da, mein Mann und meine kleine Princess. Die ist schon auch ganz fröhlich hier am Tanzen. Ja, ich bin mal gespannt, was die so Schönes geplant haben oder ob die überhaupt was geplant haben. Notfalls plane ich mir einfach selber meinen Tag heute. Nein, also wir sind ja jetzt erstmal hier schön frühstücken und meine Schwester hat mir das schon so süß hier alles vorbereitet. Also das ist alles für mich. Ja, wir müssen gleich noch die Kerzen. Ich packe das gleich mal alles aus. Und das hier ist ein Stück Kuchen, aber es ist... Ja, ich war nicht zu voll zum Backen. Aber das ist voll süß. Ja, oh, ich freue mich. Ich bin schon gespannt und packe gleich aus. Und Elanchen ist heute, glaube ich... Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen heute. Doch. Elanchen. Ich glaube, sie ist noch ein bisschen vercheckt. Es ist zu früh am Morgen. Zu früh am Morgen? Ich weiß, die Frage wird bestimmt kommen, wie alt ich geworden bin. Knackige 19. Mach das doch wie ich immer. 29. Genau, ich bin jetzt ewig 29. B. Also, ja, ich stehe dazu. Ich habe auch kein Problem damit. Ich bin wirklich 31 jetzt heute geworden. Aber im Herzen bin ich ewig 16. Mein Mann war mal richtig, richtig großzügig zum Shoppen gehen. Ist das nicht süß? Danke, Schatz. Donny. Leute, hat jemand eine Sonnenbrille dabei? Elana, wo ist Muttis Geschenk? Was hast du Mutti geholt? Oder hat sie einen Fuffi abgedrückt? Ja. Ist das für Mutti, Elana? Danke, Elanchen, danke. So, ich darf jetzt auspusten und mir was winken. Ui. Elanchen, ja. Okay. Yay. Danke, ihr Lieben. Elana ist mein schönstes Geschenk heute. Es ist das erste Mal, dass wir mit ihr zusammen meinen Geburtstag feiern. Letztes Jahr um diese Zeit war sie nämlich noch in meinem Bäuchlein. Elanchen. Hallo, die Lieben. Leute, das sieht einfach nur so lecker aus. Also wir sind übrigens, doch hatte ich schon gesagt, im Bon Ami. Das ist ja so, ich sag immer, Vapiano in orientalisch. Sieht verdammt lecker aus. Vor allen Dingen das hier. Oh mein Gott, wie geil. Sucuk. Nächstes Jahr kannst du bestimmt mitessen. So, wir haben jetzt lecker gefrühstückt. Ich bin wirklich bis oben hin voll. Und es war sehr, sehr, sehr lecker. Ja, es fängt auf jeden Fall schon gut an, mein Geburtstag, Danny. Wieso beobachtest du mich? Ja, mit der Family ist immer sehr, sehr schön. Am Wochenende fahren wir auch zu meiner Familie und feiern da auch nochmal ordentlich mit den anderen. Ich gehe halt noch shoppen auf jeden Fall. Obwohl, wenn ich mir draußen so das Wetter anschaue, ist es echt mies. Das Wetter ist einfach nur mies. Aber egal, ich lasse mir die Laune nicht verderben. Heute Morgen war ich auch nicht so gut drauf, bin ich offen und ehrlich. Ich hatte auch nicht so wirklich Lust auf meinen Geburtstag, aber ich weiß nicht warum. Wir sind gebaut. Das nehme ich jetzt. Das ist auch Leute, habt ihr gehört? Meine Sissi meinte, ich bringe. Ist es an? Meine Schwester meinte, ich würde einen Stein zum Platzen bringen. Leute, ich habe gerade so cool was abgelehnt, aber sie hat vergessen, den Knopf zu drücken. Sie hat es
mir nicht, Leute, ich gib's zu. Ey. Technik und ich, das ist echt ein bisschen. Das ist echt heftig. Du bist aus der Steinzeit. Ja, ich bin aus der Steinzeit. Where's the fucking problem, sorry, Leute? Du bist gefeuert. Okay, jetzt nochmal Klappe die fünfte. Das genau. Ist bei den Kameras, beim Drehen auch so, Madame. Also, wenn ich was abdrehe, ist das nur einmal und kriegt den Kass. Also, jetzt nochmal. Komm, jetzt mach's. Also, Leute, zum 100. Ich habe das hier von meiner Schwester geschenkt bekommen. Ey, das ist so cool. Ich glaube, das verwende ich jetzt auch immer in meinen Videos. Klappe die 25. Und da kann man hier auch so Sachen draufschreiben. Heute ist ein wirklich sehr holpriger Tag. Ich möchte aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, und jetzt sitzen wir hier noch in dieser schönen Lounge. Das ist richtig schön hier mit Kissen und haben uns hier lecker Granatapfel. Ja, Granatapfelschorle. Genau, bestellt. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall bisher einen sehr, sehr schönen Tag, auch wenn dicke Steine. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Ich werde diesen Tag niemals leben. Glaube nicht. Okay. So, Ilanchen ist auch wieder wach. Sie hatte ihr Schönheitsschlaf. Was für ein Schönheitsschlaf, ne? Die Runde. Ja, wir sitzen noch immer hier in unserer Chill-Lounge. Ich glaube, wir gehen heute gar nicht mehr nach Hause. Ja, es ist sehr gemütlich, sehr schön. Wir haben uns noch mal was zu trinken bestellt. Die Mucke ist sehr angenehm. Draußen ist eh so blödes Wetter. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem noch mal kurz in die Stadt. Ich muss ja jetzt mein Geburtstagsgeld auf den Kopf hauen. Morgen lasse ich mir übrigens die Wimpern verlängern. Und ich werde euch natürlich mitnehmen und euch das zeigen, wie das Ergebnis dann ausschaut. Also ja, ich bin selber sehr gespannt. Mal gucken, was mich so erwartet. Wir sind jetzt zu Hause. Wir wollten ja eigentlich in die Stadt, aber das Wetter ist so grausig. Es ist total windig, es regnet, es ist kalt. Und außerdem hatte ich hohe Schuhe an und ich konnte einfach nicht mehr laufen. Elana? Elanchen Chidiki? Ja, Elana ist jetzt fleißig hier am Robben. Oder eher gesagt am Rollen. Es ist nichts mehr sicher vor ihr. Ilanchen, Ilana Chedeke. Ja, Zetimen. Wir machen uns jetzt einfach noch einen schönen Nachmittag zu Hause. Ich bin eh am liebsten zu Hause auf meiner Couch, also gerade bei diesem Wetter. Und später, also heute Abend, gehe ich dann noch zum Ballett. Ein paar Pirouetten springen. Ja, Ilana, Mutti geht zum Ballett? Die alte Frau. Übrigens haben wir jetzt zwei neue Teppiche. Wir haben so lange gesucht und jetzt haben wir welche gefunden. Die sind von Benuta. Die Seite heißt so. Und da haben wir einmal das hier in groß. Das Coole ist, die haben verschiedene Größen. Und dann habe ich nochmal das hier in klein gekauft für unseren Flur. Elanchen gefällt es auf jeden Fall. Ne, Elana? Mutti macht dein Herz. Guck mal. Ja, ich weiß. Mutti hat sie nicht mal alle am Zaun. Ja, am liebsten ist sie irgendwie hier unter dem Tisch. Also das darf echt nicht wahr sein, Elana. Ich habe ihr eigentlich so schön hier ihren Spielplatz eingerichtet. Bye, bye, Elana. Ich glaube, sie will sich verstecken. Hm? Elana Gehariko? Ich hatte das ja schon erwähnt, dass ich morgen mir meine Wimpern machen lasse. Also ich bin schon echt gespannt. Ich freue mich auch schon richtig, wie das dann aussehen wird. Ich möchte auf jeden Fall das nicht zu natürlich haben, weil ja Sinn und Zweck ist es ja für mich, dass ich die Wimpern dann nicht mehr tusche. Es gibt ja diese 3D oder 4D Volumentechnik. Ja, ich lasse mich mal morgen beraten und schaue dann, was ich mir da Schönes machen lasse. Leute, schaut es euch an. Schaut mal bitte, wie sie spielt. Also eigentlich ist das ja ein Spielbogen. Aber gut, Elana, kein Problem. Mach ruhig alles kaputt, mein Schatz. Elana, chedeke de lemen? Chira Elana, hohono din deke? Hä? De lu?
Naja, von wem hat sie das wohl? Ich habe schöne Blümchen bekommen, zwei Rosen, eine von Elanchen und eine von Donny. Danke, Donny, danke. Guck mal, Elana, so schöne Blumen. Diese Frau ist gefährlich. Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dem Kosmetikstudio Beauty Inn hier in Köln. Ich werde euch natürlich das Endergebnis zeigen. Ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich wollte euch ja das Endergebnis zeigen. Also so schaut das Ganze jetzt fertig aus. Jetzt haben wir das Ganze erstmal gemischt gemacht. Also mit der 2D-Technik, 3D-Technik und 4D-Technik. Ja, und ich finde, das sieht richtig gut aus. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Es gefällt mir sehr gut. Ich wollte euch noch was zeigen. Schaut mal, was ich bekommen habe. Ich habe mich richtig, richtig gefreut. Ja, ich wollte mich natürlich bei jedem Einzelnen von euch bedanken für die Unterstützung und dass ihr mir das Ganze hier ermöglicht und mich immer motiviert, auch weiterzumachen. Ja, morgen fahren wir dann zu meiner Family. Wir feiern ja meinen Geburtstag nach. Ich freue mich auch schon richtig. Und ich denke mal, ich werde euch einfach mitnehmen und das Ganze vloggen. Ich werde mich jetzt umziehen, mich auf die Couch setzen und meine Serie weiterschauen. Ich schaue momentan Pretty Little Liars und ich bin richtig süchtig danach. Das ist so eine richtige Mädchenserie und ich liebe es einfach. Ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Will ich Lana tschüss sagen? Die Limen. Liebe bye bye. Die Schatz. Bye bye, Elana. Tschüss.